Ich hab vergessen, wo wir hingehen müssen. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Also, du musst... Oh. Ja, ich würde mal sagen, den Weg entlang, wo ne, nicht grün ist. Also grün, doch grün. Also, du weißt schon, was ich meine. Hm? Ja. Guck mal, Monster! Ja. Monster! Wieso komme ich nicht so da drüber? Das ist das für. Oh, guck mal, eine Truhe. Für Potions erhalten. Hallo! Wie geht's, wie steht's? Redest du überhaupt mit mir oder redest du mit wieder? Ich rede mit dem Spiel und mit dir. Ach so. Also, ja, so. Wie geht's, wie steht's? Nix. Und so gut und so. Und so. Keine Ahnung. Und Ach so, die Truhe ist schon offen. Ich bin nicht blöd. Bin nicht blöd. Ich dachte, die Truhe wäre immer noch zu. Also, es ging daneben. Aua! Kreuzschnitt! Ja! Getötet! Töten! Töten! Töten ist voll lustig und so. Und so. Und so und töten. Ich kann es gar nicht erwarten, bis die Olle mal Schaden macht. Dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm. Ich hoffe, ich muss heute nicht wieder lesen. Oh, doch. Freu dich doch, dann hast du was zu tun. Toll. Ja. Ich kann ja nichts außer heilen, das ist so der größte Witz hier. Wie soll die dann alle umgebracht haben, wenn die nur heilen kann? Ich heile dich, indem ich dich umbringe. Andersrum. Ich bringe dich. Ich heile dich, aber du bist ein Zombie, deshalb stirbst du, Bäh. Ach, das ist herrlich. Nachher. Ja, wieder was zum Lachen. Ich glaube, hier geht es weiter. Das glaube ich leider auch, aber... Mal gucken. Oh, tatsächlich. Wow, wo sind wir hier? In einer Stadt. Das ist die Hauptstadt. Hier, na, scheiße, ich muss das redet ja anders, Moment. Das ist die Hauptstadt. Hier ist viel los. Siehst du an der Menge der Menschen, die hier sind? Boah, ich sehe jetzt vier Menschen. So friedlich hier und alle sehen so nett aus, die mich nicht mit Stein bewerfen, ja! Keine Angst, Lili. Das wird ein Gerücht, dass hier nicht so trenne. Bestimmt wissen das größtenteils die meisten nicht mehr. Wirklich? Dann kann ich mich endlich hier. Dann kann ich mich endlich hier frei fühlen. So schön. Soll ich dir zeigen, was hier alles gibt? Oh ja, bitte! Wow, Menschen! Wow! Wow, Häuser! Also nördlich kannst du den Wohnbezirk finden, rechts daneben findest du Läden, die für die Waffen und Rüstungen so Items und... Vor kurzem wurde da ein neues Geschäft eröffnet, jetzt wollte ich mir später mal vorbeischauen. Okay. Tschüss. Wow, mach mal Mensch, ups! Er kennt sich also in dieser Stadt aus. Links findest du einen kleinen Park. Ist nicht sonderlich groß, aber dann amüsieren sich mehr die Kinder. Oh, Kinder. Hab ich noch nie gesehen. Die gucken einen Brunnen an. Oh, lustig. Und rechts findest du eine ruhige Stelle in einem kleinen Café. Da kann man sich entspannen. Okay. Das sind aber auch Leute. Wie kann man sich da entspannen? Weiter. Wir sind wieder am Anfangspunkt. So schön hier. Ich war hier noch nie. Nein, wundert mich hier nicht. Möchtest du eine Pause einlegen? Ja schon. Irgendwie sind meine Beine so schwer. Trag mich doch mal. Ja, wir sind auch viel gegangen. Hast du Lust, ins Café zu gehen? Wenn du bezahlst, gerne. Oh ja, gerne. Alles klar. Ich habe dir gerne gezeigt, wo was ist. Also, geh ich mir da hin und suche, ne? Okay. Dam-di-dam-di-dam. Hallo! Du redest nicht mit mir! Hallo, und du redest auch nicht mit mir! Guck mal! Die können sich verdoppeln! Ihr
gibt's hier was. Guck mal, die Typen gibt's vier, fünfmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, sechsmal. Oh, lalalala. So. Häuser, komm, geh mal in 3, 2 oder so. Nee, 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 okay, dann nicht. Erstmal erholen wir uns. Achso, das bist du, ist mir egal. Ja, dann erholen wir uns erst, Junge. Chill dein Leben. Wuhu, ein Kaffee. Setz mich jetzt einfach mal. Moment. Ich stehe auf einen Stuhl, weil ich's kann. Ob man sich auch durch Menschen glitschen kann? Nee. Ich gehe in dieses Haus rein. Hallo. Hallo, was wünschen Sie sich? Hallo, wir möchten nur einen Kaffee, bitte. Ich nicht, ich möchte einen Kakao. Wie Sie wünschen, wir bringen es Ihnen dann. Sie könnten sich ruhig hinsetzen. Das ist gut so, oder? Nee, das ist gut, oder? So einen Service zu haben. Ja, voll. Eine Pause nach den ganzen Kämpfen, die ich wo ich überhaupt nicht geholfen habe, ist am schönsten. Genau. Was ist los? Ich hab irgendwie Lust... Schmeckt dir der Kaffee oder Kakao nicht? Ich hab irgendwie Lust zu reden. Hatte ich schon lange nicht mehr. Wir reden gerade. Dann red ruhig. Oder wenn du... Dann red ruhig. Dann red ruhig. Oder wenn du was wissen willst, frag ruhig. Und ich kann heute nicht reden. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Wo sind deine Eltern? Also auf jeden Fall nicht hier in der Stadt, glaube ich. Aber ist egal. Naja. Was ist los? Naja, die sind wegen mir auch gestorben. Was soll das? Wirklich? Also. Wirklich? Warum muss ich lachen? Okay. Du findest das lustig, wenn Leute sterben. Nein. Kannst du mal, ich kenne auch eine, die es lustig findet, wenn wenn Leute überfahren werden in Filmen. Was soll das? Wirklich sind deine Eltern über ein Auto gefahren? Ist egal. Wirklich, dann haben wir beide dasselbe Schicksal. Komm, Themawechsel! Wir wollen uns doch gegenseitig ja nicht deprimieren. Wir wollen uns schließlich erholen. Stimmt. Tut mir leid. Ja, kein Ding. Ach was, warum entschuldigst du dich? Fragen kann man immer. Egal über was. So wie gestern, hör auf dich zu entschuldigen. Entschuldigung, hör auf dich zu entschuldigen! Entschuldige. Hör auf dich zu entschuldigen, mein Gott! Okay, danke schön. Ich weiß noch was. Was denn? Frag ruhig. Hattest du schon mal eine Freundin? Wieso habe ich das gewusst, dass es jetzt kommt? Um ehrlich zu sein, interessiere ich mich nicht dafür mehr. Okay. Warum nicht? Ich kann das wieder was sagen. Ich kann wieder was sagen. Nein, aber das mache ich nicht, weil wir ein Let's Play sind. Die meisten sind eh nur noch dumm. Haha, vernünftige zu finden ist selten. Gut, dann kann ich gehen. Ach so, weil früher habe ich immer andere mit meinem Partner zusammen gesehen. Ich war immer total neidisch und wünschte, ich hätte auch jemanden, der immer bei mir ist. Ach was, um jemanden zu haben, muss man nicht dringend einen Freund haben. Es reicht aus, wenn man wenn man normale Freunde hat, ist niemand alleine. Jetzt habe ich es nicht gelesen, weil das dann, ist keine Ahnung. Egal. Nur noch dann. Warum bin ich heute so scheiße im Lesen? Das stimmt schon. Trotzdem, die halten immer Händchen und so. Ich möchte es auch gerne, aber nur mit einer Person. Mit dem Stuhl. Oh Gott, wir können auch Händchen halten. Aber ich hab Kakao in der Hand. Wirklich? Na klar, egal was andere denken und sagen. Solange er es nicht glücklich macht, kann man es nicht immer überall machen. Dazu habe ich persönlich auch nichts dagegen. Wenn die zweite Person damit zufrieden ist, geht es immer. Sobald ich mein Kakao ausgetrunken hab. Ja, das stimmt. Ah, Gott. Am besten, wir gehen gleich nach West. Aber zusammen, Hand in Hand. Wir müssen ja vorerst wissen, wo sich der Clan der Dämonen befindet. Damit bin ich ihn alleine in ihre Falle laufen. Also gehen wir erstmal nach Westen, um Infos zu sammeln. Warum nicht nach Osten? Oh gut, alles klar. Bist du fertig mit allem? Moment, wo ist mein Kakao? ja, wir können loslegen. Alles klar, dann gehen wir nach Westen. Wenn man wüsste, wo Westen ist, ne? Gehen wir erstmal nach Norden. Samdi-dam. Nein, liebe Kinder, das ist nicht der Wilde Westen. Gehen wir mal da rein. Du wolltest eine Lose kaufen? Was ist hier? Ich soll die Losbude. Sei gegrüßt, Fremder.
Exoten. Ich kriege ein ungutes Gefühl. Willkommen in meinem Laden. 5 Lose für 1 Euro. Sag zu. Seid gegrüßt. Sagt, was ist dies für ein Geschäft? Hab ich doch schon gesagt, eine Lottobude. Oho, ihr habt Interesse gefunden. Das ist mein Seelengeschäft. Verliert ihr mit dem Rubbel los, verliert ihr eure Seele. Seelengeschäft? Was soll das sein? Hab ich doch schon gesagt, es ist eine Losbude, wo du deine Seele verlierst. Was soll ich denn machen? Hier kann man seine eigenen Fertigkeiten erweitern und nur für eine gewisse Menge an Seelen. Seelen? Was ist das und wie bekommen wir es? Wenn du Menschen tötest und sie ja mit einem Glas einfängst, die fehlen bei dieser Schluftzelle. Seelen sind die Geister der Gegner, die ihr im Kampf besiegt. Nach einem Kampf bekommt ihr die Anzahl an Geister, die der Gegner enthält. Diese Seelen verfolgen euch die ganze Zeit, aber ihr bemerkt es nicht. Diese Anzahl an Seelen, die Geister der Gegner hinterlassen, sammelt sich selbst in euch, womit ihr hier die Möglichkeit habt, die Seelen für euch zu nutzen, indem ihr euch noch ein Rubbel loskauft. Doch abgewartet, diese Seelen bleiben nicht für immer. Egal, wer die Seelen benutzt, es verschwindet direkt nach dem Nutzen. Boah. Somit habt ihr nur eine begrenzte Anzahl an Seelen bei euch für die Entwicklung. Darum bin ich fertig. Was für... Ach ne, der fragt immer noch weiter. Was für Fertigkeiten können wir hier erlernen? Alle körperlichen Fertigkeiten eines Kämpfers, eines Speerträgers und andere Klassen. Doch nur der die Klasse hat, hat die Möglichkeit, sich deren Fähigkeiten zu erwerben. Also ist die Weiterentwicklung begrenzt. Der Lauter fragt immer noch weit. Nö. Das ergibt Sinn. Wie sieht es mit Magie aus? Und jetzt hör auf zu fragen. Magie wird dir nicht erlernt, da wir die Begabung nicht haben. Ach, das ging schnell. Okay. Das ist verständlich, aber die Möglichkeit, unsere Fertigkeiten zu erweitern, hört sich sehr vorteilhaft an. Ja, entgeht euch das nicht. Wer weiß, was auf euch zukommt. Hier nehmt das. Das ist der Seelenschein, der euch zeigt, wie viele feindliche Seelen in euch beruht. Da 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 da. Du 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 du. Seelenstein erhalten. Ich nehme an, ihr geht auf Weltreise. Vielen Dank. Und ja, das tun wir. Dann nehmt das mit, dass ihr meine ersten Kunden seid. Würde ich mich freuen, wenn ihr das annehmen würdet. 5 Rubbellose gratis. Ich hab ein Zelt erhalten. Da, 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 da. Damit seid ihr in guten Händen. Vielen Dank. Das werden wir mit Freude nutzen. Moment, nur ein Zelt? Nur ein Zelt? Wir sind jetzt zweit. Ich denk nicht. Ja, geschehen. Ich freue mich, wenn ich euch die Fertigkeiten geben kann. Tschüss. Oh Gott. Achtung, das Zelt können nur auf der Weltkarte nutzen. Städten, feindlichen Gebieten und Gebäuden ist die Option Zelt nicht verfügbar. Warum sollte ich auch in einer Wohnung, wo 2 Betten sind, ein Zelt aufbauen, damit man zusammen da drin schlafen kann? Hä? Was zur Hölle? Oh, hallo. Krieger. Ach, Mist, voll ein paar Seelen. Verdammt. Boah, hier ist aber laut. Hallo, Kollege. Hallo. Na 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 na. Bye. Ist das? Ach ja, genau. Bronzeschwert. Magisches Kartenbuch. Ich kenne mich gerade sowieso nicht so viel kaufen. Das ist genau Dragon Quest. Genau. Das erinnert mich daran gerade. Boah, ich kann den Schaden machen. Fuck yeah. Wuhu, Schaden. Dam, di, dam. Wo waren nochmal Westen? Dam, di, dam, di, dam. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst die mich Haare. Nicht. Und dein Gesicht mal kurz. Man sieht toll. Mich nicht. Ich bin ein Kamin. Die kann man gleich als Teppich benutzen oder so, ne? Das war aber eine schöne Schrift. Haarteppich. Original. Hallo. Genau, mach deinen Kreuzschnitt. Los, greif an! Oh, ich mach Schaden! Kreuzschnitt for the win. Oh, nochmal Angriff. Boah, ich will endlich zaubern können. Ist das nervig. Ist das nervig. Da, 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 da. Wow, Level 2 ist lief. Cool, cool. Immer noch. Cool. Ich könnte mich ja mal heilen. Das wäre, glaube ich, sehr vom Vorteil. Glaube ich auch. Aua. Angriff. Wuhu. Angriff. Wuhu.
ja immer weniger ab. Ja, yeah! Weil keinen Bock mehr haben irgendwie so, oder keine Ahnung. Badada. So, nö, ich schlag jetzt nicht mehr fest, du machst mich nicht mehr fertig. Ich rede ich will immer irgendwie wieder... Ja. Schaden machen. Und jemand hat mich angeschrieben, cool. Da-di-da-dam. Hey. Hi. Hi. Dam-di-dam. Angriff und töten. Toll! Ey, kaum nehme ich was auf, kriege ich 5 Nachrichten bei Skype. Findet ihr es lustig? Findet ihr das lustig? Ich nehme mich nicht. Ich im Bestien. Menschen. Du hast auch Edna bricht aus? Ja. Das habe ich ja ganz laut gesagt. Wie schön, dass du einfach so auf meinen Desktop guckst. Ja. Da ist noch alles, was wir beim Desktop haben. Wir sollten noch nicht so weit gehen. Wir sollten doch nicht so... Geh! Da durch! Das muss ich vorlesen, oder? Das ist mir egal! Geh da durch! Du kleiner Pisser. Lies mal direkt vor, was ich alles auf meinem Desktop habe. Dann wissen die Leute wenigstens, wie mein PC aussieht. Edna bricht aus, hab ich auch. Hab ich's in den Augen auch. Fuck yeah! Was, du willst nicht weiter vorlesen, was ich alles auf meinem Desktop habe? Oh. Kann ich, aber nee. Mach ich nicht, weil ich nicht so böse bin. Ich habe keine schweinischen Fotos auf meinem Desktop, falls die Leute fragen sollten. Nein, das habe ich nicht. Ich habe Level 3 erreicht. Ha? Von eben über eine Brücke. Boah, cool, Brücken habe ich noch nie gesehen. Guck mal, ein Häuschen. Boah, das Häuschen ist so hammer scheiße episch. Nö. Entschuldigung. Nee, jetzt ehrlich. Oh, hallo, was kann ich für euch tun? Verzeiht mein plötzliches Eindringen. Doch dies ist dringend und wir benötigen ihre Hilfe. Ich hörte sie. Sie sind der erfahrenste in diesem Gebiet. Vielleicht liegt es daran, weil ich der Einzige bin. Das werden wir sehen, davor erst jetzt euch dann erzählt. Also, für was seid ihr gekommen? Also, es ist so. Ach, du willst einen Verlobungsring kaufen? Tut mir leid, ist alles aus. Der Dame, die Dame. Ich verstehe, ein großes Problem. Worüber haben wir nochmal gesprochen? Dieses Alzheimer, verdammt. Doch ich ahnte sowas ähnliches. Was meinen Sie damit? Die letzten Jahre wuchs die Anzahl der Monster rapide, was sie sicherlich gemerkt hat. Ja, da haben Sie recht. Das Gleichgewicht scheint in Schranken zu geraten und das Böse gewinnt die Oberhand. Genau so scheint es. Wissen Sie vielleicht, wo sich deren Clan befindet? Klar, das ist ganz groß ausgeschildert. Sie gehen die erste rechts und dann hat die zweite links. Tut mir leid. Kann ich Ihnen nicht sagen. Aber eins ist sicher, es ist nicht in diesem Kontinent, weil ich mich hier auskenne. Sehr gut, dann können wir ohne Bedenken weiterreisen, ne? Ja. Dann trainieren wir erstmal, bis wir stark genug sind und dann machen wir die fertig, okay? Alter, yo. Oh ja, mit dir schaffe ich es bestimmt. Sagen Sie mal, können Sie uns irgendwie vorschlagen, wo wir am besten hingehen sollen? Dass du noch einen Weg gehen, würde ich sagen, nach Süden. Geht einfach nach Süden durch den Wald, woher ich das nur wusste. Irgendwann erreicht sie einen kleinen Dorf, leider. Wüstenähnlichen Umgebung. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Machen Sie es gut. Tschüss. Ihr auch und seid vorsichtig. Ein Einbrecher! Wer ist das? Keine Ahnung, ist das ein Kerl, also musst du auch noch lesen. Okay. Hey, so da bin ich. Och nee, jetzt werde ich angerufen. Nö, ablehnen. So da bin ich. Hey, Soten. Klingelingeling. Ja, echt, jetzt werde ich von 3 angeschrieben. Ach, fick mich doch an. Entschuldigung. Ich hasse es, wenn mich echt so. Niemand schreibt mich sonst an. Wirklich. Niemand. Und jetzt. Alter, nö. Alexander, was für eine Überraschung, dich hier zu sehen. Guck mal, wie viele mich anschreiben, wenn mich sonst jemand lieb hat. 6 Stück. Alter, verlass mich nicht. Nicht mit ihm für diesen Kerl. Alter, mein Gott, die haben da auch mich angerufen.
Ich habe keine Zeit. So, jetzt kann ich weiterlesen. Echt eine Überraschung, dich hier zu sehen. Wie geht es dir so? Was machst du so? Ja, ich kämpfe gegen die Welt und so, wie ich wissen, das Böse und Schrecken in Person. Alles im grünen. Alles im grünen Bereich. Ich gehe momentan auf Reisen mit einer Freundin. Yeah, es ist offiziell! Ich komme mal vorbei. Halli, Hallöchen, hallo! Warte, so. Das ist Lilith, eine Freundin von mir. Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Ihr geht auf Reisen. Nö, haben wir gerade wo gesagt, aber ist egal. Ja, wir müssen nach Süden jetzt. Durch den Wald? Die Gegner sind da nicht einfach. Weißer, darf ich mit Zoten und seiner Freundin mitreisen und meine Aufgaben später erledigen? Nö! Natürlich, kein Problem! Super! Hoffe, wir werden weit kommen, Zoten und Lilith. Ich kenne euch zwar nicht, aber scheißegal. Nein. Oh Gott, warte so. Ja, je mehr hattest du besser, ne? Akluxa ist deinem Team beigetreten und... Wow. Alter, ich bin leicht erkältet, glaube ich. Tralalalala. Jetzt! Wuhu! Oh nein! Oh nein! So. Will irgendjemand wissen, warum ich diesen Wald hasse? Ich zeige es euch. Ich zeige es euch, warum ich dieses Gebiet hasse. Warum ich es hasse. Wegen diesen kleinen Dreckshühnern, die Paralyse können. Ich bin Honig bei Paralyse. Natürlich verreckt die Olle. Natürlich. Fick mein Leben, oh Gott. Alter, die leben noch, die bringen mich um. Die bringen mich um. Ja, natürlich. Alter! Ich kann doch nicht mal abhauen! Ich hasse mein Leben! Leg mein Leben! Leg mein Leben! Nein, nicht sterben! Du darfst nicht sterben! Ich sterbe sowieso! Oh Gott! Scheiße! Nein! Ich hasse Paralyse! Ich hasse Paralyse! Nein! Boah! Game over. Ich hasse diese Paralyse! Ich hasse diese Paralyse! Light's name future. Antenna light. Ich hasse... Ach nö! Ach nö! Muss ich alles nochmal machen oder was? Wir können ja bis dahin schneiden oder so. Das keine tue ich Ahnung. Jetzt auch. Man. Ja? Nö? Ja doch, wir schneiden das jetzt.